Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Die AfD wird aktuell so stark bekämpft wie noch nie zuvor, aber das liegt vor allem daran, dass die Alternative für Deutschland wieder am Siegen ist und es liegt auch daran, dass Höcke und die AfD sich einen neuen großen Coup überlegt haben, mit dem sie eben vorwärts kommen können und mit dem sie Mario Vogt und die CDU komplett vorführen und auslachen können. Was genau gemeint ist, erfahrt ihr im heutigen journalistischen Beitrag. Ihr seht es ja, Leute, eine wirkliche Verschnaufpause nach den Wahlen wird es nicht wirklich geben, denn tatsächlich ist es so, dass die Bundestagswahl jetzt schon im Fokus steht. So eine große deutschlandweite, alles entscheidende Wahl wird natürlich jetzt schon überall vorbereitet, alles wird geplant und das merkt man daran, dass solche Artikel erscheinen, wie ich ihn euch hier einblende. Da könnt ihr sehen, einer von diesen vier will eben Kanzler werden oder kann eben Kanzler werden. Das sind eben bisher die Kanzlerkandidaten, die wir haben. Und das Establishment, Leute, das hat ein Problem und das ist nämlich die einzige Frau auf diesem Bild, nämlich Dr. Alice Weidel, hat nämlich gar nicht mal so schlechte Chancen, richtig gut mitzumischen nächstes Jahr und in TV-Duellen richtig krass zu überzeugen. Man hat also jetzt schon wahnsinnige Angst davor, in welche Höhen die AfD bei der Bundestagswahl nächstes Jahr kommen kann. Denn die AfD steht jetzt schon wieder, zeige ich euch, bundesweit, Leute, bei 20%. Die AfD siegt nämlich wieder, hat nämlich wieder 1 Prozentpunkt zugelegt und ihr könnt auch sehen, das ist wirklich sehr beachtlich, diese 20er-Marke eben wieder steht. Das war ja so, als diese Korrektivkampagne Anfang des Jahres kam, war die AfD zeitweise auf bis zu 15% abgestürzt und jetzt steht eben wieder die 20. Schreibt gerne in die Kommentare, Leute. Seid ihr da auch schon dabei? Seid ihr auch schon AfD-Wähler? Was mich auch interessieren würde, glaubt ihr auch, dass die AfD bei der Bundestagswahl nächstes Jahr noch höher klettern kann? Welchen Wert glaubt ihr, kann sie maximal erreichen? Das interessiert mich, denn ich weiß, die Altparteien, die trauen der AfD offensichtlich zu, nächstes Jahr mit Frau Weidel richtig krass abzuschneiden. Anders wären folgende Meldungen nicht erklärbar. Dann schaut euch das an. Katrin Göring-Eckardt wirbt zum Beispiel jetzt ganz offen für ein AfD-Verbotsverfahren. Nein, ihr habt euch nicht verhört. Also die Bundestagsvizepräsidentin will die AfD verboten sehen. Und das ist wirklich das Lustigste, Leute, was ihr überhaupt sehen werdet. Sie sagt nämlich, dafür sei sie 89 nicht auf die Straße gegangen. Dafür, dass die AfD heute dann regieren würde. Und da frage ich Sie, Frau Göring-Eckardt, was soll das denn eigentlich für eine Aussage sein? Glauben Sie etwa, die Menschen sind 89 auf die Straße gegangen und dann eben von den Grünen in der Regierung und deren Ideologie tyrannisiert zu werden? Natürlich auch nicht, aber Demokratie ist eben kein Wunschkonzert. Wofür Sie also auf die Straße gegangen sind, Frau Göring-Eckardt, ist vollkommen irrelevant. Was zählt, das sind eben Wahlergebnisse und da sehen wir eben knapp 33% in Thüringen für die AfD, knapp 3% in Thüringen für ihre Grünen. Also was will das Volk denn haben? Das heißt also, Sie wollen die Partei verbieten, weil Ihre eigene Partei 3% holt und weil die AfD eben knapp 33% holt. Verstehe ich das richtig? Und Anton Hofreiter, der würde sich ja auch ein AfD-Vot wünschen von den Grünen, ist ja genau die gleiche Kerbe. Oder auch Omnit Nuripur, der hat sich ja auch angeschlossen, der wirbt inzwischen auch offen dafür, dass man eben die AfD verbieten soll. Also fällt euch was auf, das ist doch wirklich heftig, oder? Die Grünen fliegen aus einem Parlament nach dem nächsten und die merken das auch, dass die AfD sie wirklich richtig krass überholt hat. Dass die AfD quasi, obwohl sie so krass bekämpft wird, obwohl die Grünen im Gegenzug in allen großen Medien gelobt werden, dass es trotzdem so ist, dass die AfD über der Siegerstraße ist und dass die Grünen eben komplett am Abschmieren sind. Und was ist die Reaktion? Man fordert eben dieses AfD-Verbot. Habe Kerkeling hat ja schon den Boden dafür bereitet, der fordert ja auch ein AfD-Verbot, also auch ein Prominenter und der hat ja die AfD mit Kloakenwasser verglichen, habe ich beim letzten Video auch schon gesagt, damit ihr seht, das ist wirklich eine Kampagne, die gerade läuft, von Prominenten bis zu grünen Parteipolitikern bis zu öffentlichen Stimmen im Fernsehen, alle reden über dieses sogenannte AfD-Verbot. Und ihr fragt euch sicher, warum ist das so? Nun, das kann ich euch sagen, denn dadurch, dass die AfD vom Volk so stark gewählt wird, hat die AfD nun nämlich auch reale Macht. Reale Macht, die die AfD in Thüringen jetzt nutzen kann und die Mario Vogt ziemlich in die Verzweiflung treiben könnte. Was genau gemeint ist jedoch, das zeige ich euch gleich. Bevor wir aber gleich direkt zum Mega-Coup der AfD in Thüringen kommen, der Mario Vogt zum Toben bringen könnte, eine wichtige Frage, Leute. Habt ihr diesen Kanal hier schon abonniert? Prüft unbedingt, ob euer Abo für diesen Kanal noch aktiv ist, denn ich bekomme wirklich massiv Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, ihr Abo wäre aus unerklärlichen Gründen plötzlich weg oder sie würden die Videos einfach nicht mehr angezeigt bekommen. Wie sowas sein kann, das ist ganz einfach. Die Reichweite von kritischen Beiträgen wird sehr oft massiv eingeschränkt. Also ganz wichtig, jetzt diesen Kanal während des laufenden Videos völlig kostenfrei
kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren. Das hilft wirklich sehr. Danke an alle, die jetzt auch neue Abonnenten dazukommen. Und auch Kommentare schreiben hilft übrigens sehr, die Reichweite von solchen Kanälen hier zu steigern. Deswegen danke an alle, die jetzt auch einen Kommentar schreiben. Und warum das so wichtig ist, für diese Reichweite brauchen, das zeige ich euch jetzt, denn es ist wirklich unfassbar, Leute. Die AfD hat den nächsten großen Mega-Coup, den sie quasi als Sieg inszenieren können wird, denn sie hat ja diese Sperrminorität bekommen. Und ihr wisst ja, beim letzten Video habe ich gesagt, man versucht der AfD, die Sperrminorität in den Ausschüssen wegzunehmen, aber ganz wichtig, die im Parlament, die wird ja rein an der Anzahl der Sitze im Parlament vergeben, die kann man ihr eben nicht wegnehmen und die wird die AfD jetzt nutzen. Die AfD will einen eigenen Kandidaten für das Verfassungsgericht reinbringen. Das heißt im Prinzip, das Verfassungsgericht könnte dann einen AfD-Richter bekommen. Und warum das so brisant ist, man braucht ja eben diese Zweidrittelmehrheit für einen Richter. Heißt also, ohne AfD-Stimmen kann eben kein Richter mehr gewählt werden. Und die AfD kann jetzt Folgendes machen. Sie kann jetzt sagen, lieber Mario Vogt, ihr wählt jetzt gefälligst unseren Kandidaten mit und dann bekommt ihr eben unsere Stimmen dann mit für die Zweidrittelmehrheit für den nächsten Kandidaten, von mir aus von der CDU, von der anderen Partei. Aber wenn ihr nicht auch noch einen Kandidaten von uns nehmt, dann werden eben 5 Jahre gar keine Richter gewählt. Das ist quasi, wenn man so fies sagen möchte, ein Erpressungshebel, aber eben auch ein demokratischer, ganz wichtig, weil diese Sperrminorität natürlich demokratisch gewählt ist. Das heißt im Prinzip, das Volk hat der AfD die Macht gegeben, weil das Volk auch wollte, dass die AfD mitbestimmen kann. Und warum das Ganze eben rein technisch gesehen vielleicht wie eine Erpressung wirken mag, aber eigentlich wirklich sogar sehr sinnvoll ist, zeige ich euch jetzt. Denn wie sieht es denn aktuell aus? Wir sehen zum Beispiel, dass der Präsident des Verfassungsgerichtshofs in Thüringen auf persönliche Empfehlung der CDU und von Mario Vogt eingesetzt wurde. Ich blende euch hier auch die Quelle ein, das könnt ihr wirklich nachprüfen. Es ist doch eigentlich unfassbar, oder? Und dann komischerweise hat ja genau dieses Gericht dann so entschieden, dass die AfD eben nicht recht bekommt, dass die Geschäftsordnung geändert wird, dass die AfD eben bei der Vergabe des Landtagspräsidenten leer ausgeht. Also mit anderen Worten, diesem Gericht, dem kann man ja eigentlich fehlende Neutralität vorwerfen, solange nicht auch ein AfD-Richter drin ist. Weil wenn andere Parteien ihre Vorschläge da platziert haben, wäre eine wirkliche Neutralität ja eigentlich nur gegeben, wenn eben auch Richter der AfD drin sind. Wenn es eben so bunt gemischt ist, man sagen kann, okay, jeder ist repräsentiert, also ist es auch ein Urteil, wo eben keiner irgendwie besonders parteipolitisch profilieren sich kann. Aber was ist stattdessen der Fall? Richtig, sie wollen AfD-Richter verhindern. Und ich blende euch hier Tobias Hans von der CDU an, Leute. Das war mal der Ministerpräsident vom Saarland, also eigentlich ein wichtiger Mann. Und der hat nämlich gesagt, er ist dafür, die AfD zu verbieten oder ein Verbotsverfahren eben anzustreben. Ganz wichtig, jetzt kommt der Punkt, jetzt kommt das, worum es geht. Ansonsten würde die AfD bald überall ihre Verfassungsrichter installiert haben und dann könne man das gar nicht mehr machen. Und Leute, da haben sie sich verraten. Da haben sie sich verraten, warum sie eigentlich so große Angst haben eben vor der AfD, weil sie geben ja damit offen zu, dass ihre Verfassungsrichter vielleicht auch nicht neutral sind. Und warum? Weil sie unterstellen, wenn die AfD erstmal überall ihre Verfassungsrichter installiert hätte, dann gibt es nachher noch Urteile pro AfD, dass man die AfD nicht mehr verbieten kann. Also merkt ihr eigentlich diese riesige Doppelmoral? Und Leute, Mario Vogt tobt genau deswegen und genau deswegen müsst ihr auch wissen, ist Höcke mittlerweile ein Stratege, der Mario Vogt auslacht. Mario Vogt hat nämlich Schwächen und Höcke hat diese Schwächen schon längst erkannt. Ich blende es euch hier ein. Er hat nämlich gesagt, Vogt ist jemand, der für Macht wirklich alles aufgibt und genau daran wird Vogt auch scheitern. Und deswegen belächelt Höcke quasi, hat auch Interview zu ergeben, jemanden wie Vogt, weil es eben so ist, Vogt stolpert über seine eigene Machtgier, er kuschelt da mit dem BSW, aber er bedenkt eben nicht, dass man ein Drittel der Wähler nicht ganz ausgrenzen kann, weil man eben diese Sperrminorität hat und jetzt eben mit dieser Richterwahl hat die AfD das entscheidend genutzt. Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare, wie findet ihr diese Offensive mit den Richtern der AfD? Sagt ihr, das ist wirklich ein guter Coup, das würde mich interessieren, schreibt es in die Kommentare. Aber noch viel wichtiger ist, teilt wirklich dieses Video überall, damit ihr seht, nach der Wahl nutzt die AfD die ihr gegebene Macht. Es ist nicht so, dass nur geredet wurde. Sie versucht jetzt real das umzusetzen, wofür die Wähler sie eben mandatiert haben, wo die Wähler eben wollten, dass es umgesetzt wird. Deswegen danke an alle, die dieses Video jetzt teilen. Und nun möchte ich etwas ganz Wichtiges ansprechen. Vielleicht das Wichtigste, was ich seit sehr langer Zeit angesprochen habe. Sie haben gegen uns nichts in der Hand, versuchen aber trotzdem, uns alle zum Schweigen zu bringen. Glaubt ihr nicht, ich blende euch hier die Quelle ein, da könnt ihr sehen, was ich meine. Die meisten Staatsrechtler sagen wirklich, man kann die AfD gar nicht verbieten. Die meisten sagen, es wäre juristisch unmöglich. Die AfD wäre eh schon viel zu groß dafür. Man kann nicht einfach einem Drittel verbieten, was zu wählen. Aber ganz ehrlich, worum geht es ihnen? Es hat neulich auch eben die AfD in Thüringen festgestellt.
festgestellt. Es geht ihnen darum, Ressourcen zu bilden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ihnen darum, uns mürbe zu machen, dass man sich juristisch wehren muss mit Anwälten, dass man kämpfen muss, dass man sich nicht mehr auf die politische Arbeit konzentrieren kann, weil man eben unter so massiven Repressionen steht. Und ich mache es kurz, Leute. Ihr alle seid jetzt gefragt, denn ihr müsst zusammen mit mir kämpfen, dass es diesen Kanal Never Forget Nikki, dieses mediale Schlachtschiff mit über 300.000 Abonnenten hier auf YouTube, mit fast 200.000 Abonnenten auf X und fast 100.000 Followern auf Facebook weiterhin geben wird. Denn die Linken, müsst ihr wissen, haben nach den erfolgreichen Wahlen diesen Kanal hier tatsächlich als Epizentrum dafür ausgemacht, dass ihnen die öffentliche Stimmung entgleitet. Sie wollen, dass dieser Kanal, das ist ihr erklärtes Ziel, bis zur Bundestagswahl gesperrt wird, dass meine Accounts gesperrt werden, und sie starten konkrete Aktionen dazu. Das glaubt ihr nicht. Ich blende euch hier wirklich die Quellen ein, dass ihr das wirklich sehen könnt. Hier seht ihr linke Aktivisten, die wirklich sagen, das Ziel ist eben die Sperrung meiner Accounts auf Social Media. Dieser Aktivist hat auch schon mehrfach dazu aufgerufen, Aktionen eben durchzuführen, die diese Sperrung zur Folge haben. Was ist konkret gemeint, dass ihr euch was darunter vorstellen könnt? Die rufen zum Beispiel auf, meldet massenhaft seine Beiträge, meldet massenhaft das, was er macht. Und Achtung, sie spekulieren darauf, dass Algorithmen dann tatsächlich Beiträge von mir löschen, obwohl diese Beiträge völlig legitim sind. Und ganz wichtig, dass ich dann diese Beiträge manuell mit Anwalt zurückholen muss. Das habe ich bisher auch schon immer wieder gemacht in den letzten Jahren. Aber schaut euch diesen Aktivisten hier an, da seht ihr, was die Taktik ist. Da wird nämlich darauf spekuliert, dass ich irgendwann so viele Stundensätze zahlen muss für Anwälte, dass ich mir das nicht mehr leisten kann und deswegen dann aufhören werde. Also das ist eine ganz perfide Strategie, Leute, mit Massenmeldungen, mit juristischen Problemen, mich eben dazu zu zwingen, diesen Kanal einzustellen, obwohl ich formal im Recht bin, aber irgendwann einfach nicht mehr diese Flut an möglichen Anwälten, die ich brauche, bezahlen kann. Ich sage euch, Leute, ich stehe aktuell mit sehr vielen Anwälten in Kontakt. Ich habe schon eine Gegenstrategie vorbereitet, aber bevor ich da jetzt wirklich einen Anwalt mandatieren werde, muss ich ganz klar sagen, Leute, ohne euch geht hier überhaupt nichts. Ich kann ohne euch hier diesen Kanal nicht länger weitermachen mit diesem Druck. Ihr wisst, ich bin ein junger Mann, der mit Herzblut arbeitet, der alles da reinsteckt. Aber woher soll ich denn das Geld für so viele Anwälte nehmen? Ich mache hier meine Arbeit, aber ich bin eben niemand, der riesige Investoren hinter sich hat. Ich habe hier keine Milliardäre wie andere hinter mir, die meinen Kanal finanzieren. Deswegen sage ich wirklich Danke von Herzen an jeden, der meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt, wie diese Frau hier. Sie hat wirklich geschrieben, man dürfe die Linken nicht gewinnen lassen mit ihren Drogen und ihrer Gewalt. Deswegen werde auch sie als Rentnerin 15 Euro jetzt für meine Arbeit geben. Und ich danke jedem Einzelnen, der sich da anschließt, der meine journalistische Arbeit jetzt erst recht freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, blende ich euch hier im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und ich danke aufrichtig jedem, der meine Arbeit zur Bankverbindung oder per PayPal unterstützt. Nur dank euch kann dieser Kanal hier weiter existieren. Nur dank euch kann ich weiterkämpfen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns zum nächsten Video völlig unzensiert wieder, Leute. Bis dann und ciao.